Ein herzliches Hallo und Hi zurück zu Factorio. Jetzt hätte ich bei Assassin's Creed gesagt, weil das ist das, was ich in den letzten Tagen am häufigsten aufgenommen habe. Aber wir spielen ja eigentlich hier in Factorio. Mittlerweile haben die Botter hier den Kreis fertig gebaut. Deswegen kann man hier hingehen und das Ganze einstellen. Guck mal, von da kommen jetzt auch schon blaue Greifarme rüber. Wer hätte das erwartet? Und jetzt sollten mit den vier zusätzlichen Maschinen, die... Ja, jetzt hilft das hier auch. Jetzt sind ja auch genug dabei. Jetzt haben wir zu wenig von den... wie heißen sie jetzt wieder? Von den Erzförderern. Na dann. Ich glaube, dafür werde ich jetzt mal hier hingehen und die Erzförderer ein bisschen umsortieren. Müssen. So, ich mache das hier mal weg. Dich muss ich mal wegmachen. So, die mache ich jetzt einfach mal so dahin. Davon brauche ich, glaube ich, auch nicht ganz so viele. Dann kann ich das hier eigentlich auch ein bisschen umswitchen. Weil ich brauche dann nämlich hier zack, 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 zack. Dann haben wir hier zumindest eine vierte Erzförderer. Produktionsstätte. Okay, mach was anders. Ich will es ja immer so halbwegs symmetrisch haben. Ich weiß, die Motoren sind auch ausgefallen. So. Nein. Erzförderer. Damit sollte auch unsere Erzfördererknappheit ein bisschen weniger werden, hoffe ich. Und hier könnte man nochmal hingehen und ein fünftes davon bauen. So. Ein Input, den brauchen wir nicht mehr. Ein Output und ein Strom. Bauen wir den Strom hier hin. Und den dahin. Und wenn wir schon dabei sind, alles abzureißen, bauen wir hier auch gleich nochmal ein bisschen mehr Strom hin. Und den da müssen wir auch noch bauen. Damit haben wir das Ganze um einen erweitert und das sollte soweit funktionieren. Mittlerweile müsst ihr hinten eigentlich auch alles soweit richtig liegen. Genau. Die Dinger bauen wir schon. Wir haben auch schon 10 auf Vorrat. Huiuiui. Hier kommt gerade nichts durch. Ach, weil wir keine grünen Schaltkreise haben. Oder zumindest keine grünen Schaltkreise da, wo wir sie bräuchten. Gehen die da eigentlich jetzt gerade durch? Fast. Vor allem, weil wir immer die obere Seite abgreifen. Das scheint sich hier durchgehend zu funktionieren. Schauen wir mal, was fehlt. Hier fehlt Eisen. Ganz klassisch, Eisen fehlt. Eisen müssen wir entsprechend schneller und besser und mehr produzieren. Dann gucken wir doch mal. So, dann brauchen wir nämlich auch die Steine nicht mehr. Genau, hier sind die Produzenten schon durch.
Hier haben wir leider noch keinen Stein, den wir hinliefern, deswegen funktioniert es nicht. Genau, das Eisen wird hier noch teilweise durchgezogen. Bauen wir also erstmal fix da oben die Eisenanbindung, damit wir den Kram auch irgendwie, die Steinanbindung, damit wir auch Steine produzieren. Einmal großflächig hier rum. Geschickt an der Kohle vorbei. So, damit es nicht auffällt, als hätten wir da was in den Weg gebaut. Und dann können wir hier den Rest bauen. Wenn wir denn irgendwann mal so weit wären und hier auch die passenden Ports hingesetzt hätten. So, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen freischaufeln, das ist ja okay. Bis dahin haben wir hier zumindest eine Steinstraße, die sollte erstmal eine Zeit lang ausreichen, wenn sie denn gebaut wird, beziehungsweise gebaut worden ist. Aber dafür fehlen uns natürlich erstmal Belz, die müssen auch produziert werden, logischerweise. Hier müssen wir auch mal kräftig, vernünftig basteln. Das machen wir dann, wenn die Kohle weg ist. Hier fehlt halt immer noch der Kupferpart, aber den kriegen wir dann auch irgendwann hin. Solange das hier nicht in Bearbeitung ist, solange es einfach nicht verwendet wird, können wir hier natürlich auch nochmal die Belz ersetzen. Und hier könnten wir mal die Belz richtig setzen. So. Dann haben wir den Part zumindest schon mal. Ah, hier muss die Kohle halt noch weg. Das will ich noch verbrauchen. Da hinten kommt jetzt natürlich nichts mehr an mit irgendwas. Also machen wir es einfach komplett weg. Ich muss mal ganz kurz niesen. Entschuldigung. Da bin ich wieder. Ich bitte um Entschuldigung für das Niesen. Ich habe dafür einfach mal ganz kurz die Aufnahme unterbrochen, um einfach, ja, um es nicht mit drin zu haben. So, jetzt kann man hier eigentlich hingehen und den Kram auch schon mal ersetzen lassen. So, bis dahin kommt es durch. Und ja, wir haben die Stromversorgung unterbrochen. Die wird gleich wieder hergestellt sein. Nein, so nicht. Zack. Da kommen schon mal die Teile. Auch sehr schön. Ich vermute mal, unsere Botter sind jetzt stark beschäftigt. Ja, alle 500 Baubots sind gerade unterwegs und machen irgendetwas für uns. Dass hier gerade nichts weitergeht, nutze ich mal aus.
Theoretisch könnte ich das Ding da auch schon mal ersetzen. Ich mache jetzt erstmal die Parts hier. Ich überlege, wie ich das hier am besten mache. Wahrscheinlich müsste ich das auch einfach mal komplett anders machen. So. Wenn wir nämlich hier hingehen, das so basteln. Das so basteln. Du sollst gar nicht weg. Und unsere Kernenergie, die wir vor 30 Millionen Folgen angefangen haben, ist schon fast durch. Und zumindest sobald wir hier wieder Strom haben, werden wir spontan sehr viel Eisen produzieren. Sobald hier die Leute ankommen und Strommasten setzen. Die Leute sind in dem Fall unsere Bots. Wisst ihr was? Hier entkerne ich auch schon mal. So, weg. Dann haben wir halt Kohle über, das ist ja auch egal. Eingesetzt. Und dafür brauchen wir dann doch noch welche. Da produzieren wir schon mal das erste Eisen wieder. Also es beginnt schon wieder zu laufen. Kann ich hier eigentlich auch sagen, den Kohleteil schmeiße ich mal weg. Lass die Kohle einfach von den Bottern abholen. Hier oben kann ich schon mal ein bisschen umbauen. Das mache ich jetzt mal per Hand. Und wenn ich schon mal hier bin, ersetze ich das hier auch schon mal. Dann spare ich mir nämlich später einfach mal die Kohle abzugreifen. Sondern lasse das die Baubots machen. Abgesehen davon will ich ja das Ganze hier eh beschleunigen. Wir wissen ja, rote Belts sind gerade State of the Art. Ja, und wir haben hier unseren Strom wieder. Und ich stelle gerade fest, hier haben wir theoretisch auch wieder zwei Bänder Steinproduktion, also Ziegelproduktion. Und wir leiten hier gar keins draus ab. Das ist jetzt natürlich eher suboptimal. Das müssen wir noch irgendwann ändern. So, das werden wir jetzt auch mal direkt ändern. Das
wir zumindest bis da unten irgendwo mal so bis dahin rote Bänder haben. Nicht, dass ich da wieder die Bots ein bisschen überfordere, beziehungsweise zur Produktion überfordere, aber das ist ein anderes Thema. So, ich mute mich mal ganz kurz und schneuze mich. Eine Sekunde. Da bin ich wieder zurück. Ich bitte die kurze Unterbrechung zu entschuldigen. Ja, hier wird halt noch eine Menge gebaut. Im Moment sind auch alle Baubots unterwegs. Das dauert halt eine Weile. Genau, wir brauchen noch etwas mehr als die Menge der Bauboter, die wir da haben, um das Ganze zu produzieren. Sehr schön. Ich schau grad. Wir brauchen, ich glaube, ein paar Dinge brauchen wir jetzt zum Beispiel schon mal gar nicht mehr. Dich brauchen wir gar nicht mehr. Den Part hier brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Das heißt, den reißen wir jetzt auch mal direkt ab. Wie gesagt, wir wollen es sowieso etwas leer laufen lassen. Hier sind wir auch schon recht leer geworden. Ich vermute ganz stark, uns fehlen jetzt wahrscheinlich rote. Nein, wir haben jetzt noch ein paar rote. Aber bis hierhin haben wir schon rote und grüne gefüllt von den anderen Belts. Das ist ganz gut. Jetzt eigentlich mal hier hingehen und sagen dahin. Die werden jetzt zwar falsch rum teilweise gemischt, aber das ist ja egal, weil wir trotzdem genügend davon mischen. Und unsere Steine müssen noch abgeholt werden. Aber unsere Logistikbots sind auch unterwegs. Guck, da kommen immer wieder kleine Mengen an grünen Flaschen an. Aber uns fehlen halt dann doch. Na komm. Die grünen Circuits, um Dinge zu produzieren. Aber wir haben ja schon ein paar einzelne Sachen gebaut. Denen fehlt Eisenzahnräder. Wieso brauchen die auch noch Eisenzahnräder? Verdammt. Okay, das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Dann machen wir das anders. Können wir das irgendwie hier so hinsetzen? Ich habe hier auch mal die Line, um den Platz hier zu haben. Mir nur noch die irgendwo ausgeben und lagern. Hier funktioniert das bestenfalls, indem wir. Nein, ich wollte die. Ach, egal. Setzen wir da jetzt einfach die Kiste hin. Dann können wir hier nämlich in Ruhe die
Dings produzieren und hier setzen wir jetzt einfach auch ein Fließband hin. Ein unterirdisches. Dann müsste da eigentlich alles reinkommen, was benötigt wird. Ausgenommen natürlich die Grünen. Das ist ein Ding direkt vor die Tür. Für die Nase stellen ist doof. Mach was so. So, was ich jetzt trotzdem gerne machen würde, ist... So. Die begrenze ich jetzt auch mal, weil ich glaube, so viele brauchen wir davon gar nicht. Und setze hier das Teil einfach mal manuell. Ja, wird mit Strom versorgt. Passt. Ob es dann funktioniert, werden wir dann sehen, wenn die Greifer gesetzt werden. Aber im Moment sind halt, wie gesagt, alle unsere Baubots unterwegs. Und wir brauchen noch mindestens genauso viele, um unsere Sachen zu bauen und zu produzieren. Jetzt gehen wir mal ganz kurz rüber und schauen, wie unsere... Botter-Hangar-Produktion aussieht. Ah, hier fehlen auch grüne. Da ist nichts. Die brauchen offensichtlich Eisen. So, ich setze jetzt mal da so ein Ding hin. Weil ich überall Türen einbaue, wo ich reinlaufe. Hier fehlt Eisen, 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 Eisen. Hier kommt kein Eisen durch, weil da einfach kaum Eisen durchkommt. Weil es falsch rum ist. Da soll nämlich größer 4 sein und hier soll ausgelesen werden. Welcher Depp hat das Ding hier denn gebaut? Das ist ja genau der Part, der sagt... Also im Moment... Vorher sagt es, wenn du Eisenüberschuss hast, dann gib ihm was, ansonsten gibt's nichts. Jetzt läuft hier nämlich Eisen durch. Jetzt kann man nämlich den restlichen Kram ja auch bauen. Oh. Logischerweise, am besten wäre es natürlich, wenn wir hier sehr, sehr viel Eisen hätten. Das haben wir aber im Moment noch nicht. Jetzt schaue ich mal hier hinten drüben. Genau, wird gelesen und dann wird der aktiviert. Und hier hätte ich es am besten auch anders machen sollen. Das Ganze ein Stück hier nach hinten setzen oder sowas. Aber, naja, wahrscheinlich ging es nicht so gut. Ah, das sind unsere ganzen Logistikbots, die irgendwas durch die Gegend tragen. Das ist auch sehr schön. Kommt, holt euch den Kram. So, den Kram brauche ich nicht. Die drei Logistikbots kann ich hier nochmal reinwerfen. Die Mauern bleiben mal da unten. Den Kram brauche ich auch nicht. Das ist eine Eisenkiste, die will ich auch nicht mehr haben. Die Holzkisten da will ich auch nicht haben. Den Kram wollte ich sowieso schon nicht. So. Ja, hier ist sowieso gerade starker Flugverkehr. Kann ich dann eigentlich auch abbauen.
Benötigt wird er ja eh nicht mehr. Ich will jetzt nun da keine Unterbrechung machen, deswegen baue ich ihn behutsam ab. Sowieso unterbrochen, das heißt, ich kann ihn wegreißen. Nachproduziert wird hier eh nicht. So. Nachteilig ist jetzt natürlich, dass hier ist unsere, eigentlich unsere Station, an der wir unsere Fließband, also für Erzförderer gebaut haben. Zugegebenerweise haben wir da noch über 1000 Stück drin, dementsprechend stört uns das vorerst mal nicht. Ich reiße es trotzdem mal komplett ab. Die können wir dann irgendwann ersetzen, wenn es soweit ist. Die Kiste. So, da ist schon ein bisschen was produziert worden. Werf hier mal ganz kurz das komplette Stück weg. Genau, da war es schon ersetzt. Hier muss es noch ersetzt werden. Das wird unsere Bauroboter noch mehr beschäftigen. Juhu! Ja, jetzt brauchen wir anderthalb mal so viele Bauroboter, wie wir gerade haben. Schauen wir mal, hier ist noch kein Stück Stein vorbeigekommen. Weil hier oben noch was gebaut werden muss. Wir haben hier aber auch kein Radar oder so. Wir könnten hier oben theoretisch auch mal ein Radar setzen. Und wenn wir hier in der Gegend schon mal sind, auch gleich mal die Verteidigung da hochziehen. Davon haben wir ja noch nichts gemacht auf der Seite, glaube ich. Nein, haben wir nicht. Aber auch das ist eine Sache, die unsere Botter erledigen dürfen. So, dafür brauche ich gar nicht so viele. So, wo haben wir... Da haben wir jetzt einfach mal da. Jetzt wäre sowas wie ein Exoskelett fallen, weil damit werden wir etwas schneller. Oder auch kurz einen Flammenwerfer, dann wird der Wald zumindest recht weg. Dummerweise würde es die anderen, die Beißer, auf uns aufmerksam machen. Und nachdem wir schon Einbrüche hatten durch Beißer, die sich wohl eine neue Heimat gesucht haben, ist das vielleicht ganz gut, dass wir erstmal unsere Verteidigung hochziehen und dann schauen, dass wir die restlichen Sachen irgendwie erledigt bekommen. So. Der Wald stört mich. Früher oder später muss er eh weg. Also er muss nicht, aber früher oder später stirbt er ab, weil hier einfach zu viel Umweltverschmutzung sein wird. Also können wir ihn direkt mitnehmen, jetzt wo er noch jung ist. Ach ja, vielleicht sollten wir da noch sowas hier hinsetzen. Hier oben haben wir schon Sachen, das ist gut. Aber ein Radar haben wir hier oben noch gar nicht. Das bauen wir mal eben fix selber, weil wir haben, glaube ich, keine Radare in der Standardproduktion, also in der Massenproduktion. Zack,
Da könnte man es später hinsetzen. Und wir brauchen hier natürlich auch noch einen Botport. Der wird da gerade noch irgendwo gebaut und geliefert. Also der wird gerade geliefert, deswegen warten wir mal ganz kurz. In der Hoffnung, dass das recht schnell geht, recht zügig irgendwann passieren wird. Und wir haben mittlerweile 2,5 mal so viele Aufgaben wie Bot. Also wie unsere Botter haben. Okay. Ich werde jetzt hier einfach mal abwarten, werde dann gleich hinten noch den letzten Botport setzen, damit wir da oben auch angeschlossen sind. Und ich glaube, wir sind jetzt auch so weit durch, dass ich sagen kann, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, wie überlasten wir unsere Roboter? Danke fürs Zuschauen. Tschüss.